Aber die Fahnenstellnummer ist ja dran reingeschwänzt, ne? Oh, die Kamera ist dreckig. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Govas hier sind auch am Start. Also Stefan und Niklas. Genau. Wir machen heute weiter mit der Booster. Heute ist der Motor dran. Motor zerlegen. Habe ich richtig Bock drauf. Werkbank habe ich schon ein bisschen frei gemacht, ein bisschen sauber gemacht, damit wir hier gleich Action-Maction machen können. Habe ich richtig Bock drauf. Stefan ist da vorne Rahmen am Putzen. Hat sich eben schon eine Gabel gekauft für den Rahmen. Ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal den Motor aus. Ohne Kamera oder vielleicht stelle ich sie irgendwo hin, wieder Zeitraffer. Aber es ist ja nichts festgeschraubt, ist ja nur die Schrauben abdrehen, Motor rausziehen. Und dann sehen wir uns auf der Werkbank wieder. Oieieiei. Was, Bro? Muss? Ja, auf jeden Fall wilde Gespräche hier. Der Block liegt jetzt auf der Werkbank. Darf ich mal deinen Schwanz anfassen? Boah, Junge, ich muss das alles piepen. Wo ist denn jetzt schon wieder der Schlagschrauber hin? Du hast den, ne? Ja. Mist. Gib mal her. Frech. So, also. Wir öffnen jetzt erstmal wieder die Vario. Ich habe eh nur ein paar Schrauben hier reingedreht. Haben wir auch anscheinend nicht festgemacht. Was ist das? Hier unten noch eine. Oh. So. Haben wir es wieder. Alles schön gammelig. Nice. Ich mach mal runter, oder nicht? A few moments later. Thank you.
Ja. Boah, Alter, die Suppe läuft da unten raus, ne? Stimmt. Muss nochmal ein paar Schläge nehmen. Boah, Digga. Alter. Das ist Matsch, ne? Ja, ja. Für mich? Ist ready? Nochmal. Gut. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall gerade. Wir haben auf jeden Fall gerade jetzt den Motor hier zerlegt. Komm mal her, filmen. Kommst du ganz nah. Und, Junge, guckt euch das an, wie schmandig das hier alles ist. Hier ist vor allem richtig Matsch. Also hier, ne? Digga. Das war da drin, das ist währenddessen gerade rausgelaufen. Oh, die Karre stand unter was? Ja, kannst du erzählen, wenn du willst, Alter. Das schlimmste Motor, den ich je gesehen habe. Ja, definitiv, ja. Wir kloppen jetzt noch das andere Ende hier raus. Liegt nichts. Ist die Kälte noch drin? Nee, habe ich rausgemacht eben schon. Oh, Junge. Alter. Dreh mal am Lager. Stimmt. Für die Geräuschkulisse einmal leise. Drehen wir andere. Welches andere? Ist das drin? Das ist drin, ja. Ah, da. Ja. Schwierig. Normal, Ständeaufnahme abgewichst. Alter. Ich weiß nicht, ob man das hört. So sollte sich das auf jeden Fall nicht anhören. So. Ja. Ich würde sagen, ich mache morgen weiter, weil jetzt ist es dunkel, GoPro ist leer, deswegen filmen wir gerade wieder mit dem Handy. Deswegen in der nächsten Szene geht es für euch weiter, das ist wahrscheinlich wieder hell, wieder mit der GoPro und dann machen wir den Motor auf. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir verlassen die Garage jetzt. Wir haben übrigens seit gestern jetzt eine Couch drin. Alter, Maul jetzt! Booster steht wieder, ich habe den Motor sauber gemacht und leer gemacht, Kurbelwelle ist raus, halt Maul jetzt! Und wir fahren jetzt zu Hendrik, ein bisschen Teile shoppen. Was ein Influencer? Mit dem Mongos da hinten, ja normal Influencer, sau Garage zu! Menjex! Oh, was? Ich habe einfach noch Flasche umfallen gehört da drin. Doch! Hä? Aber ich habe noch eine Flasche umfallen gehört da drin. Ist doch hier. Hey, 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 Justin, hey. Stark mit Aerox hier. Ja. Fährst du davor? Ja. Wolltest du ein bisschen? Ja, ich wollte auch. Ja, Justin, zeig mal was. Mach euch zu. Hallo, der fährt jetzt vor. Gib mal Kiki. Clip. Clippen. Jetzt muss der Porn kommen. Ah, okay, so. Boah, er fährt einfach mit E-Scooter, mit Kickroller da hinten. Stark, Digga. Romas Küchen geht's wieder ab hier. Boah. Boah. Ja. Ah, ist das ein Alsdorf? Ja, ja. Der Typ, der muss noch einmal bremsen. Just a leap. Ist der Flagge dabei? Ja, ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier beim Hendrik. Wie heißt du nochmal auf YouTube? No Name Rights. No Name Rights. Okay. Ja, ja, Teile kaufen. Auf jeden Fall sehe ich hier drei Karren von mir stehen. Also mein treuester Käufer bald. Ich habe gesagt, wenn du die nächste Karre von mir kaufst, gibt es Treuepunkte. Schwöre. Das ist meine alte rote Booster, womit ich angefangen habe zu vloggen. Ja. Also die war mal rot. Die, wo Stefan das Heck zerschnitten hat. Genau, wo das Heck so zersprayt ist, ist auch einfach immer noch genauso. Ja, ne? Leck mich am Arsch.
Ja, dann hier steht meine alte Regio MRT. Kann mal einer hier ein bisschen leuchten, bitte? Boah, perfekt. Ja, meine alte Regio MRT. Kam kein Video drüber. Und meine Booster, die abgebrannt ist mit der dicken Wheelie-Bar hinten drauf. Die steht hier auch und davon schrauben wir jetzt ganz viele Teile ab, weil wir brauchen Teile. Ja. Ja. Neue, ja, genau das hier meinte ich, aber das kriege ich glaube ich repariert. Niklas, kannst du mich mal ein bisschen unterstützen mit Licht? Ich unterstütze dich. So. Hier, das hier ist halt abgebrochen, aber das Teil brauche ich für meine Booster, weil das ist sau selten in eBay. Der ist ja neu gut. Der Juffen. Der Juffen ist neu gut? Der Juffen ist neu gut. Wo ist die Zündung, die wir da irgendwie mal hatten? Die ist so schön, die Wheelie Bar. Ich hab da so mit geile Wheelies gemacht, den Zissen. Ich hab schon geschliffen. Wolltest du nicht ein Video sein, Niklas? Niemals. Niemals? Niemals. Niemals, okay. Kann man die mal anmachen? Ich hab Schlüssel gerade nicht dabei. Kurz schließen können wir auch, alles gut. Ja, wir schrauben jetzt da jetzt erstmal Teile ab und gucken, was wir brauchen. So. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder an der Garage angekommen. Stefan auch mal wieder dabei. Wir haben gerade auf jeden Fall einen miesen Schnapp gemacht. Wir waren ja bei Hendrik, habt ihr ja jetzt in der letzten Sequenz gesehen. Und haben ein paar Teile gekauft. Der hat auf jeden Fall einen guten Preis gemacht. Ja, das war auf jeden Fall. Du hast 30 bezahlt? Ja. 30, ich habe 50 gezahlt, also 40 gezahlt. Ja, ich habe noch einen Helm für Justin vorgestreckt, weil der hat ja immer noch an seiner Booster das lose Ding. Ich weiß nicht, ob. Wer das Video von damals noch kennt, der weiß auf jeden Fall Bescheid, dass er auf seiner Booster immer mit loser Sitzbank rumgefahren ist. Das sollte jetzt auch geklärt sein. Ich habe viel Verkleidungsteile gekauft und einen Vergaser für 5 Euro. Ein 20er Vergaser für 5 Euro. Auf jeden Fall guten Schnapp gemacht. Wir laden jetzt auf jeden Fall noch aus. Und damit ist das Video dann auch beendet. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen bei dem auch. Normal. Normal. 1 Black Life 1, ne, wisst ihr Bescheid. Und dann würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen.